Ja, ich bin auf das SCS-Programm aufmerksam geworden durch meinen Betreuer. Der hatte mir das vorgeschlagen. Er ist selbst im Normungsgremium ein Mitglied und dadurch wurde der Kontakt hergestellt. Ich habe es einfach probiert. Ich habe meine Abschlussarbeit im Ausland schreiben und habe mich um Finanzierungsmöglichkeiten gekümmert. Und in dem Rahmen bin ich auf das SCS-Programm aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das klingt nach einer richtig guten Sache. Natürlich, also durch die Kontakte, die ich jetzt bekommen kann, also habe, kann ich auch mit denen in Kontakt verbinden und deshalb kann ich auch meine Wissen im Bereich Normen sozusagen erweitern. Das ist, wie gesagt, total spannend. Letztlich geht es ja bei mir in der Masterthesis um das Thema DC, das ist mein abstraktes Thema. Aber da habe ich ja auch schon festgestellt, die Normung ist noch nicht so auf dem Stand. Und in meiner täglichen Arbeit in der Niederspannung kriege ich auch immer wieder auch so Anfragen Richtung DC, sei es, wie messe ich eigentlich in DC etc. Und da merke ich, sobald die Normung da ist, dann funktioniert das auch. Und deswegen ist das ein ganz, ganz spannender Impuls auch wieder seitens ja, Normung plötzlich gewesen. Also zum einen habe ich Zugriff auf Normen bekommen, die für meine Arbeit relevant waren. Und des Weiteren durfte ich bei einer Sitzung des Normungsgremiums teilnehmen und meine Arbeit vorstellen. Und dort habe ich auch hilfreiche Tipps für den weiteren Verlauf meiner Arbeit bekommen. Also, bevor meiner Teilnahme an DKI, also wusste ich so viel über die Normen. Aber seitdem ich meine Teilnahme an DKI habe ich die Einführung der Normen des Tages mitbekommen. Und jetzt habe ich durch die Teilnahme an der SBITS am Ende meiner Masterarbeit, kann ich auch meine Kontakte erweitern und mit den anderen Leuten, Experten verknüpfen. Also zum einen, dass man einfach einen weiteren Betreuer neben dem eigentlichen Betreuer von der Uni hat, als Ansprechpartner und außerdem der Zugang zu Normen und Standards. Ja, für mich war es total toll. Also ich glaube, da kommt jeder während seiner Masterthesis irgendwann zu einem Punkt, wo man nicht ganz sicher ist, passt die Richtung, die ich eingeschlagen habe, ist das wirklich der richtige Weg? Und da war für mich das Feedback von euch total wichtig und total wertvoll. Letztlich kam dann eine tolle Korrektur zurück. Die Ideen, Impulse konnte ich direkt einfließen lassen. Und für mich hatte ich dann auch nochmal die Bestätigung, okay, der Weg passt, da sollte ich nochmal nachschärfen, da sollte ich nochmal schauen. Und das war für mich eine total tolle Erfahrung. Es lohnt sich, nach Förderprogrammen Ausschau zu halten, um so einfach einen weiteren Einblick in verschiedene Gremien oder zur Normung zu erhalten. Ich würde jungen Studierenden mit auf den Weg geben für die Normung, dass Normungsarbeit, wenn man das als Student schon macht, eine wunderbare Gelegenheit ist, so ein bisschen die Theorie von der Uni nochmal mit der Praxis im normalen Berufsleben zu verbinden, weil in Normungsgremien ja eben auch Anforderungen aus der Industrie, Anforderungen, sage ich mal, aus der öffentlichen Gesetzgebung, wenn man das mal so nennen will, oder eben Regulierungsarbeit und auch die Forschungssicht, Sachen auch wissenschaftlich richtig darzustellen, in einem Standard halt zusammenkommen, trotzdem eben ökonomische Aspekte dabei zu berücksichtigen und das einfach ein super spannendes Themenfeld ist, wo man als Studentin die Möglichkeit hat, in diese ganzen Bereiche und Anforderungen und Herausforderungen, die damit einhergehen, schon mal reinzuschauen. Und das bietet sich sonst im studentischen Alltag eher selten. Ich kann es auch nur empfehlen für junge Studenten, die vielleicht noch Einblick in dieses Normungsgremium haben möchten, dort mal tätig zu sein. Jungen Studierenden möchte ich gerne mit auf den Weg geben, dass Normung und Standardisierung wirklich ein absolut spannendes Themenfeld ist. Unser Alltag ist eigentlich durchdrungen von Normen und Standards. Das ist einem oft nicht ganz so klar, aber wenn man mal mit den Leuten bei der VDE und bei der DKE zusammenarbeitet, das sind ganz nette Leute, dann erkennt man, wie toll Normen und Standards sind.